Pokémon Snap. Ich habe Pikachu gesehen. Alter, Delta Hase ist auch dabei. Jawohl. Gehen rein. Das bin ich. Das ist Josie nach 20 Jahren. Ohne. Hey, hier drüben, Junge. Jawohl. Ja. Hallo. Wir gucken einfach mal, Leute. Ich hab gehört, Sie suchen hier einen Fotografen. Hallo, schön, dass du da bist, Junge. Herzlich willkommen im Lentil-Labor für Pokémon und Naturforschung, Junge, Alter. Mein Name ist Mirror. Oh, Nevoli da hinten, guck mal, Leute. Ich erforsche hier auf der Florio-Insel Pokémon und ihre natürlichen Lebensräume. Aber das ist noch nicht alles. Der Professor hat auch vor alle anderen Insel der Lentil-Region zu erkunden. Mhm. Das hat bisher noch niemand gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, ja, Hammer. Und wir dürfen helfen, oder? Aber hast du etwa Vince vergessen? Hey, Josie, was geht? Ups, natürlich nicht. Du hast sie auch gelesen, oder? Die Geschichten des Abenteuers Captain Vince. Na klar. Ich bin ausgebildet. Aber das ist schon 100 Jahre her. Deine Forschung ist viel wichtiger, Professor. Ach, der Enthusiasmus der Jugend. Das ist Rita. Sie ist die Tochter eines guten Freundes und besucht mich hier während der Schulferien. Ah ja, schön. Aber Professor, ich bin doch nicht zu Besuch hier. Ich bin deine Assistentin. Der soll mal seine Strähne da richtig kämmen. Zu wenig in den Mirror geguckt, oder was? Ach ja, wie konnte ich das vergessen? Du bist mir natürlich eine große Hilfe. Nun gut, es wird Zeit, dass ich dir erkläre, was dich bei diesem Schnupperkurs erwartet. Aber lasst uns erstmal ins Labor gehen. Da können wir uns besser unterhalten. Okay, mir nach. Ich zeig dir den Weg, Junge. Junge, sein Locker ist aber wirklich irgendwie weggeföhnt worden, ne? Oh, das ging schnell. Ja. Alter, da läuft Niki. Also, wo waren wir noch gleich? Ah ja. Wie du sicher schon bemerkt hast, leben in der Lentil-Region viele verschiedene Pokémon. Sie zu fotografieren hilft uns, mehr über ihre Lebensweise und ihre Umgebung zu erfahren. Und dabei brauchen wir deine Hilfe. Du wirst bei diesem Schnupperkurs ganz viele Fotos von ihnen schießen, Junge. Nachts kann man sogar leuchtende Pokémon begegnen. Die sind wunderschön. Also dann, hier ist deine Forschungskamera. Ach, ist es so? Ja, es sieht aus wie ein Pokédex. So ein Pokédex, Junge. Der Pokédex. Der Schnupfkurs, Junge. Pokémon? Ich bin bereit. Ja, sicher. Ich hab die gleiche. Mit ihr könnten wir untereinander und auch mit anderen in Kontakt bleiben. Weh, du schickst mir irgendwelche komischen Bilder, ne? Was ist das denn da oben? Hamster mit Mausschwanz? Ach du Scheiße. Ganz genau. Mit dieser Kamera kannst du nicht nur fotografieren, sondern auch kommunizieren und Daten analysieren. Mhm. Sie dient zusätzlich als eine Art Mitgliedsausweis, also pass gut auf sie aus. Ah ja. Ich muss gleich dazu sagen, Leute, ich kenne absolut fast keine Pokémon-Arten außer aus der ersten Generation. Oh. Der sieht aus wie ich als Kind einfach, ey. Die Kamera ist einfach ein Handy, Junge, da ist WhatsApp drauf. Na, was sagst du dazu? Der Wahnsinn, oder? Ja, hammergeil, wie sich gerade das ausgefahren hat. Das ist ja der absolute Burner, Junge. Das ist ja... Der Professor hat sich selbst entwickelt. Professor, darf ich ihm erklären, wie sie funktioniert? In Ordnung, dann überlasse ich das meiner Assistentin. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Vorbereitungen treffen. You know. Okay, dann lass uns gleich mal nach draußen gehen. Oh, die ist irgendwie so ein freudes Kloß, ne? Ist toll. Rita, Junge. Rita ist richtig ready. Die Erklärungen in der Einführung beruhen auf der Standardknopfbelegung. Mal sehen. Ah, perfektes Timing. Versuch mal, dieses Pokémon zu fotografieren. Mit A kannst du ein Foto machen. Okay. Leute, wir machen ein Foto. Vivillon. Gut so. Und jetzt bewege mal die Kamera, bevor du das nächste Foto machst. Siehst du die runde Markierung in der Mitte? Das ist der Zeiger. Okay, jetzt wollen sie halt wirklich von Grund auf, oder? Oh ja, vielleicht die Overlays. Oh, genau, natürlich. Aber ich konnte nicht vergessen, sorry. Ey Leute, wir werden so krasse, geile Fotos machen, Junge. Wir werden so ein tolles Model-Foto, ich meine Pokémon-Foto, Model-Album, Pokémon-Album bekommen. Siehst du die runde Markierung in der Mitte? Das ist der Zeiger. Mit L kannst du diesen Zeiger bewegen. Die Kamera folgt der Bewegung des Zeigers. Versuch es doch mal. Wow! Das ist ja der absolute Wahnsinn.
Was sind das denn für Roboter? Du kannst die Kamera nach oben und unten bewegen und dich um eine Art zu drehen. Dank dem Gyrosensor. Was ist mit Gyros? Der Gyrosensor. Oh! Pikachu, Junge! Haben die eigentlich alle die Originalgröße? Ja, ne? Ist schon, glaube ich, angepasst, ne? Guck, wie klein der eigentlich ist, ey. Versuch mal ein Foto von diesem Pikachu zu machen. Ja, natürlich, Alter. Okay, erstmal noch anvisieren. Pikachu, bleib stehen. Hast du die viereckige Markierung gesehen, die um Pikachu herum erschienen ist? Sie zeigt an, was das Hauptmotiv des Fotos ist. Das solltest du dir gut merken. Also immer schön auf die Pokémon fokussieren wahrscheinlich, ne? Das spielt nämlich eine wichtige Rolle bei der Fotobewertung des Professors. Ey, Professor, mach dir keine Sorgen. Wir sind ja jetzt hier, ne? Jahrelange Profi-Fotografie. Easy peasy. Dann versuch mal ein Foto zu schießen. Danke. Aber weil Pikachu so weit weg ist, sieht er sehr klein aus, nicht wahr? Naja, Pikachu ist klein. Was? Also... In solchen Momenten kannst du die Zoom-Funktion... Wir haben sogar eine Zoom-Funktion? Ist nicht wahr. ZL gedrückt, um den Zoom zu nutzen. Alles klar. Schrei doch nicht so. Ah! Guck mal, wie toll es ist. Oh, es hat sogar in die Kamera gelächelt. Hast du gesehen, wie viel größer es aussah? Ja, Wahnsinn, oder? Lass mich raten, das lag am Zoom. Der ganze Körper deines Motivs sollte groß in der Mitte des Rahmens zu sehen sein. Okay. Sieht aus, als hättest du schon den Dreh raus, was deine Kamera angeht. Ja, ich bin geübt. Ich verschicke private Bilder. Das machst du toll. Danke. Das sagen die mir auch immer. Ach ja, in den Optionen kannst du die Kamera- und Gyrosensor-Steuerung anpassen. Diese Einstellungen kannst du auch während einer Erkundung im Pausenmenü vornehmen. Ja, natürlich. Professor! Ich bin fertig mit den Erklärungen, Junge! Junge, sie ist halt richtiger Flummi, ne? Ich habe 3 Fotos geschossen und nur 2 Pokémon fotografiert. Das ist aber schwach, Alter. Na, hast du dich mit der Forschungskamera vertraut gemacht? Na klar. Ich werde gleich mal die Fotos bewerten, die du geschossen hast. Zunächst musst du dafür ein Foto pro Pokémon auswählen. Oh, das heißt, wir können mehrere Fotos schießen und das Beste dann auswählen. Das ist gut. Ich bewerte sie dann mit einem speziellen System, das ich entwickelt habe. Instagram? Zeig mir einfach die Fotos, die dir am besten gefallen. Okay, ich wähle den Pikachu-Ordner. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Nacktbilder, ey. Scheiße, Nacktbilder! Mit links oder rechts oder dem Zeiger kannst du ein Foto auswählen. Hast du ein Foto ausgesucht, das du mir zeigen willst, drücke A. Dann nehmen wir das, ne? Warum ist das so verpixelt, Alter? Was ist das denn für eine Kamera? Wie viele Megapixel hat die denn? Was ist das denn für ein Scheiß? Wähle als nächstes den Vivillon-Ordner aus. Natürlich. Ja, da haben wir leider nur so ein Bescheuertes, ne? Drücke Pfeiltasten oder wähle Fotos zeigen aus, um mit der Fortbewegung zu beginnen. Achso, mit der Fotobewertung. Mit der Fortbewegung. Ich habe gerade Gyros gegessen. Habe ich jetzt einen Sensor im Magen? Ja, das ist wie beim Impfen. Bill Gates ist überall. Fotos zeigen. Was jetzt? Sind wir jetzt bei Heidi Klum, Alter? Dann werfen wir mal einen Blick auf das erste Foto. Das ist ein Pikachu, das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Ja, danke, Mann. Weiß ich auch. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas fotografiert habe. Das erste, was ich bei einer Bewertung mache, ist, dem Foto eine Anzahl an Sternen zuzuweisen. Diese Unterscheidung habe ich mir ausgedacht, um das Verhalten der Pokémon besser verstehen und einordnen zu können. Je ungewöhnlicher das Verhalten des Pokémon ist, desto mehr Sterne bekommt das Foto. Das heißt... Warte mal, das heißt, es muss irgendwie geile Scheiße machen, oder was? Ist ganz einfach, oder? Ja. Aber bedenke dabei, dass die Anzahl der Sterne keinen Einfluss auf die Punktzahl hat. Diese hängt von anderen Kategorien ab. Bei der Bewertung einer Kategorie nutze ich Daten, die von der Kamera vor und nach der Aufnahme aufgezeichnet wurden. Okay, dann fangen wir mal an. Zuerst sehe ich mir die Pose an. Das ist wirklich Germany's Next Pokémon, Alter.
Hier geht es darum, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. Je besser das dein Timing ist, desto höher die Punktzahl. Okay, Pose 500. Ist das jetzt viel? Schauen wir uns jetzt die nächste Kategorie an. Bei Größe wird, wie der Name schon sagt, die Größe des Pokémon auf dem Foto bewertet. Bei Blickrichtung kommt es darauf an, wohin das Pokémon schaut. Versuche es möglichst von vorn zu fotografieren. Okay. Positionierung bewertet die Bildkomposition. Achte immer darauf, dass das Pokémon in der Mitte des Fotos ist. Du bekommst zusätzliche Punkte, wenn auf dem Foto noch weitere Pokémon zu sehen sind. Junge, einfach Gangbang. Ich weiß, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf... Naja... 4. Das erste soll es reichen, wenn du dir einfach nur das Folgende merkst. Betätige den Auslöser, wenn das Pokémon schön groß und mittig zu sehen ist. Ja, ja, das Pokémon. Okay, wenn man das alles berücksichtigt, sieht deine Bewertung folgendermaßen aus. Toll, kaum zu glauben, dass du das zum ersten Mal gemacht hast. Ist das jetzt ein Silberstern oder was? Also, das heißt, es gibt auch einen Goldstern oder wie? Oder was soll mir das jetzt sagen? Ah ja, schön. Okay, also Silber, ja. Okay, alles klar. Ja, das dürfte ja dann eigentlich nicht so gut sein, oder? Auf diesem Foto sieht man ein Vivillon. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Wusste ich natürlich, habe es sofort gesehen. Es fliegt gerade nicht schlecht, das Foto kann sich sehen lassen. Danke. Ja, okay, danke. Da ist noch viel Luft nach oben, aber wir sind ja gerade auch in der Ausbildung, Leute. Chillt mal kurz, ja. Denkt immer daran, dass der ganze Körper des Pokémon groß auf dem Foto zu sehen sein sollte. Okay. Warum haben wir hier 2, 3 und 4 Sterne noch? Was bedeutet das? Quasi, wenn wir noch ein Foto von dem Pokémon machen, oder was? Was sagst du dazu? Mach viele Fotos und lass sie bewerten, um so deinen ganz eigenen Pokémon-Fotodex zu erstellen. Das ist das große Ziel. Entschuldigung. Entschuldigung, Professor, ich muss mal kurz, sonst sehe ich die Pokémon nicht. Sonst gehe ich die ganze Zeit davon aus, dass es doppelte Pokémon sind und so. Das ist deswegen gefährlich, ne? Also, wir müssen ja auch ein bisschen Proviant auf das Boot mitnehmen oder womit wir uns auch immer transportieren lassen. Yes. So, genug geredet, das Abenteuer ruft, Leute. Wir gehen rein. Kann man sich auch selber damit fotografieren? Das wäre voll geil, wenn man so Selfies machen könnte einfach. So, jetzt ist alles fertig. Dieses Gefährt wird dich auf deinen Erkundungen sicher transportieren, damit du in Ruhe Fotos schießen kannst. Ach, das ist mein Transportmittel? Das sieht aus wie ein Gehfrei. Diese Erinnerungen, als ich damals die Treppe runtergefallen bin als Kind. Darf ich präsentieren? Das ist das Neo One, natürlich. Könnte auch ein Handy sein. Einfach. Mit ihm kommt man in 0, nichts, auch an weit entfernte Orte. Das ist der Wahnsinn. Ich habe es dank der Hilfe eines Freundes vor kurzem endlich fertigstellen können. Weißt du, in Lenti gibt es nämlich einige Stellen mit sehr hohem Energie vor... Professor, das kannst du doch später noch alles erklären. Junge, die wollen mich umbringen. Na schön, dann steig jetzt ins Neo One und berühre die Schaltfläche vorne mit deiner Kamera, um loszulegen. Okay. Fotografieren, Alter! Genieß deine erste Erkundung! Und Stargate. Oh Gott, ich bin nicht bereit. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Alter, wir legen los, Leute! Let's go! Das ist der Eingang zum Florio Naturpark. Oh, wie süß ist das denn? Das Neo One folgt automatisch einer festgelegten Strecke. Okay. Okay, Leute. Nein! Beweg dich doch nicht! Du Arschloch, Junge. Ich bin so schlecht. Was zeigt ihr mir denn alle den Arsch? Was ist mit euch? Oh. Wir machen noch eins. Fuck! Okay. Ja gut.
Können wir die strengen auch noch mehrmals? Oh mein Gott! Du bist ja süß! Ich will dich heiraten. Ich meine, ich will dich kaufen. Ich will dich bei mir zu Hause halten. Meine Damen und Herren, da hat jemand auf den Weg gekackt. Oder ist das, sind das Äpfel? Wumpel! Oh, das hat die Augen zu. Jawohl, mit einem Pokémon noch drauf. Let's go! Gerne dabei, Wahnsinn! Fliegenpilz! Ich glaube, das war noch besser, weil das ist von Tal, oder? Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Jurassic Park, wo die in der Kugel sitzen. Ja, ist so, ne? Oh! Schwalbini! Nein, bleib stehen! Oh! Du bist ein Drecksack, weißt du das eigentlich? Nein! Oh, fuck! Oh, mein Gott! Das ist ja so niedlich! Jawohl, schön mittig, Swaroness. Schön. Geil! Topsy! Das nehmen wir. Was haben wir denn hier schon? Ui! Hey, 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 hey! Guck her, guck her, guck her! Nein, du! Ich hoffe, du brennst. Ist wirklich so wie ein Tourist einfach, ne? Das habe ich nicht gesagt. Ich nehme das wieder zurück. Oh! Scheiße. Okay, 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 okay. Ja, nice! Der ist doch gar nicht so schlecht. Oh, auch nicht schlecht. Das war kein Pikachu, das war ein Pichu, Leute. Was ist los mit euch, ihr Banausen? Wollt ihr mich verarschen? Oh. Schön, das war auch nicht so schlecht, glaube ich. Ja, den haben wir doch schon, oder? Bivillon, das haben wir ja schon gemacht. Also, ich finde die Tour bisher ganz okay. Warte mal. Schön mittig. Ich hoffe, er fliegt jetzt noch nicht weg. Scheiße, das ist nicht gut. Oh mein Gott, was seid ihr denn? Ui, das war auch nicht so schlecht, glaube ich. Ich glaube, da vorne ist das Ende, oder? Schön viele Fotos machen, damit du viel Auswahl hast. Ja, denke ich auch. Hey, Flogis, Flogis. Dreh dich. Ja, ja, ja. Hey, oh mein Gott, wie gut. Jawohl, gib's mir. Oh, ja, noch besser. Oh mein Gott. Drama, Baby, Drama. Oha, das war ein Schnappschuss, Junge. Oh, das war nochmal, echt ein schöner Höhepunkt, glaube ich. Klasse. Die Attitude war auf jeden Fall vorhanden. 23 Fotos haben wir geschossen, 10 Pokémon verschiedene fotografiert. Willkommen zurück. Hattest du Spaß bei der Erkundung des Florio Naturparks? Das macht übelst Spaß. Dann wähle mal die Fotos aus, die ich mir ansehen soll, genau wie du es beim letzten Mal getan hast. Okay. Und denk dran, nur ein Foto pro Pokémon. Er ist schon ein richtiger Paparazzi. Schau nochmal zu mir, Süßer. Ein bisschen winken. Oh ja. Ja, ich glaube, wir müssen die beleidigen oder so, damit wir die richtig ranlocken. Damit wir die richtigen Skandalfotos bekommen, oder? Yes. Werfen wir mal einen Blick auf die neuen Fotos. Ja, zeig her, Alter. Let's go. Dodri. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein Dodri, dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Das ist richtig. Es macht einen ruhigen und entspannten Eindruck auf mich. Gut gemacht. Weiter so. Denk immer daran, dass der ganze Körper des Pokémon groß auf dem Foto zu sehen sein sollte. Für die Größe bekommen wir 1465 Punkte. Weiter Pokémon hat nochmal 184 gegeben, Hintergrund gar nichts. Ich glaube, das ist gut, oder? Ich glaube, das ist okay. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so hoch bewertet werden, oder? Das ist nicht so stark. Aber das wissen wir ja, ne? Das haben wir ja schon gedacht. Das ist nicht so stark.
weiß nicht, was er für einen Hintergrund haben möchte. Das wird auch wahrscheinlich nicht so stark sein. Ine! Ine! Ja. Okay, das ist ein Silberfoto. Ja, Gold nehmen wir. Let's go. Gold nehmen wir mit. Die Positionierung des Pokémon ist sehr gut. Das Motiv ist schön zentriert, wodurch das Foto ausgeglichen wirkt. Let's go. Nicht schlecht. Das ist gut geworden, Alter. Ey, wenn da kein Diamant rumkommt, ne, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist ja wohl mega. Vielleicht hätte das Pokémon ein bisschen weiter oben sein können. Ine. Jawohl! Ja, ganze Größe war jetzt ein bisschen schwer mit dem Ranzoomen, ne? Aber nehmen wir! 4000! Zack! Bekommen später noch ein paar Skills, da werden die Fotos automatisch besser, alles gut ab. Okay, nice. Das ist halt mega gut geworden. Aber da möchte ich halt wissen, Chat, wie ist denn, also wie wird denn das eingegangen? Also wie kann das denn sein, dass die jetzt gewunken hat? Einfach weil ich sie länger anvisiert hatte oder was? Ich weiß nicht, ob das okay ist. Es müsste eigentlich, oder? Sie hat auch gewunken, glaube ich. Nice timing. What? Warum sind da 3 Sterne? Hä? Wieso sind da jetzt 3 Sterne? Was ist der Unterschied? Andere Pokémon und der Hintergrund befassen sich mit anderen Dingen auf dem Foto als dem Fokus-Pokémon. Wenn sie andere Kreaturen oder interessante Elemente wie Wasserfälle und andere Aktionen im Hintergrund erhalten können, erhalten sie hier mehr Punkte. Ah, okay. Aber warum haben wir jetzt hierfür 3 Sterne bekommen? Die Sterne hängen von der Situation ab, das hat nichts mit besser zu tun. Du kannst von jeder Sternzahl ein Bild speichern, um mehr Punkte zu bekommen und aufzuleveln. Ah, okay. Alles klar. Geil. Ich möchte es nur verstehen, damit wir uns darauf fokussieren können. Geil, Alter. Wir sind im Game, Leute. Na, wie ist es gelaufen? Ja, ich denke mal, es ist mehr als gut gelaufen, oder? Also...